und willkommen zur 45. Folge von der FIFA 16 Karriere in der Europameisterschaft Polen gegen Schweden. Also irgendwie habe ich immer das Gefühl, du fasst so richtig beabsichtigt undeutlich zu reden. Weil ich habe immer so eine, wenn du das so laut sagst, habe ich echt massive Schwierigkeiten, dich zu verstehen. Nee, wirklich? Und ich will jetzt nichts sagen oder so, weißt du, aber warum steht auf der linken Verteidigerposition ein linkes Mittelfeld? Das macht mir jetzt etwas Sorgen. Kann der auch. Achso, weil er auch linken Flügel spielen kann. Das ist immer geil. Habt ihr keinen linken Flügel, ihr Idioten, oder was? Da, da ist er doch. Da ist auch der. Bönisch. Bönisch. Da, da ist der Bönisch. Oh, guck mal, der hat sogar 72. Mit dem Verein. Was? Wir haben 72er Einverteidiger. Und? Die anderen? Wo? Und dann noch ein 72er. Oh, das ist geil. Können wir erstmal richtig was ausbauen hier. Noch? Ich bin ein 80er. Alles klar. Vielleicht kommt was runter. Super. Wir haben ja schöne Leute hier. Tun wir mal ein bisschen durchwechseln. Abwehrschuh darf bleiben. Toi damit. Wenn zwei Auswahl haben wir noch dritten. Das ist bescheuert. Haben wir noch einen Stürmer? Alter, drei Stürmer? Und da braucht er doch sich keine Angst machen um seinen Platz. Können wir noch jemanden hinstellen? Ja, ZM kommt, den ZM nehmen wir mit. Ja. Das ist eine schöne Arbeit. Da. Wirklich. You are so beautiful. Gegen Schweden, ach, gegen Schweden. Gegen Schweden spielen wir ja. Das ist ja hart. Gegen die Leute, die schon verloren haben. Ich will nicht sagen, dass wir verloren haben, aber. Die haben schon verloren? Wir haben schon verloren. Mhm. Und die auch schon? Nee. Doch. Die sind nämlich Zweiter. Die sind Letzter. Zweiter. Wer ist dein Letzter? Russland. Russland ist Zweiter. Nee. Doch. Nee. Doch. Nee. Doch. Nein. Doch. Nee, die Leben. Doch. Russland ist Zweiter. Rumänien ist Erster. Nee. Doch. Nee. Ja, sicher spielen die im Waldstadion. Sag mal, wollt ihr euch verarschen? Schweden spielen in Deutschland? Wo wollen wir hier noch alles spielen? Ist Ibrahimovic Schwede? Ach du Scheiße. Die Aufstellung. Ach Scheiße, jetzt kann man nicht mehr auf. Ey, das kotzt mich an. Jetzt haben die Ibrahimovic als Stürmer oder was? Ab. Und zurück, was war's? Wir räumen eigentlich nach vorne. Der müssen wir mal. Können wir mal Ibrahimovic anspielen lassen, damit er, damit ich sicher sein kann, dass es ist? Man, gib doch mal eine Flanke. Ja, das ist Ibrahimovic. Ach du Scheiße. Da können wir uns gefasst machen auf die Schüsse. Hier ist er. Da können wir uns gefasst machen auf Schüsse. Ist doch klar, dass sie dann zweiter sind mit Ibrahimovic. Und zum Superstar. Fast den Ibrahimovic die Beine weggezogen. Aber fast. Beide den gleichen Gedanken. Nur dein Gedanke war ein bisschen aggressiv auf mich als auf den Spieler. Okay. Tyon, mach mal weg. Was? Tyon? Tyton? Ah, ich sag Tyon. Tyon. Das ist ein der eben Jazz aus der Bundesliga, der Tyton. Ich frage mich nicht aus welchem Verein, aber. Ist aus der Bundesliga. Hey, Paul, rote Karte. Tschüss, Kowski. Nichts gibt da. Nichts gibt da. Nee, nee. Das ist jetzt traurig, wie die schießen. Plus, kann ich kaum ausdrücken. Mensch, das ist ein Schuss aufs Tor, aber ich habe mega verzogen. Sorry. Leg dich doch mal jetzt. Ihr könnt ja auch denken, das wäre ein Pass gewesen. Der war auch einer, was? Nee, nee. Könnte ich jetzt sagen, wenn ich fies wäre, aber ich bin nicht fies, also.
Du oben, ich unten. Ich dachte, du oben, ich unten. Du in der Mitte. Ist geil. Ein weiter rein. FC Schalke? Schalke. 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 Mein lieber Mann, die Fans rasten aus. Schalke ist wieder am Start. Doppelaggressivität hier. Och nö. Ist doch zum Heulen schon wieder. Versteht schon, oder? Geh mal rein, bitte. Stimmt ja nicht, Mono. Dann bin ich schon wieder verwirrt mit den ganzen Torhütern hier. Mono. Oh. Kann man mal machen. Weg da. Ich hab getroffen. Sauber. Nicht dreckig? Nee, sauber. Was machst du? Nur den Ball an. Schalke, 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 Schalke. Sehr gut. Du legst, der legt den da dabei kräftig hin. Wie schön mit der Ring ist geraten nochmal. Upsi. Danke. Oh, Alter. Oh, nice. Ich brauche mal einen Handspielchen da drin. Ach, da sind ja welche. Hä? Das hat mich jetzt gerade verwirrt. Und außerdem, warum ist der Ball jetzt... Verstehe ich nicht. Mir zu hoch. Schalke, Schalke. Wie so eine Schale. Schale, Schale. Schalke. Schalke, 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 Schalke. Aua. Kein Arschloch, Ibrahimovic. Komm hier, kauf mal bei Freiburg. Billig. Die 100, über 100 Millionen, die der kostet da. Ach, das schauen wir locker. Du bist so schlecht zum Schießen manchmal. Oh, fast wieder ins Aus. Sag mal, was hast du denn für Probleme? Das ist echt schlimm. Er schießt den Ball in die Seite. Jetzt schießt gegen Pfosten. Ah, das ist so traurig. Gegen Latte war das nicht, gegen Pfosten. Oder gegen Ecklatte sozusagen. Gegen das 3-1. Also. Naja. Ach man, trotzdem ist es zum Heulen. Steh vom Tor, ich mach kein Tor. Oh, ich weiß nicht, wo wir noch angekommen. Und bin ich noch angekommen? Mann, lebt die Schau. Ich glaub, sack. Ja, wenn er den Ball hat, warum soll er sich dann noch hinlegen? Ibrahimovic, hier sind wir, Ibrahimovic. Hier sind wir, Ibrahimovic. Hier sind wir. Jeder schubst rum. Ruckzuck geht das jetzt. Jetzt öffnen wir da. Bleibt da stehen, oder Pech. Oder bleibt er stehen, hat er Glück. Jetzt tut er noch was Falsches sagen. Was machen die dann ja schon wieder? Schießen weg. Oh, schade. Ich hab alles gedrückt. Ich hab alles gedrückt. Also nicht gerade so gut arbeiten. Es juckt aber. Hä? Aus dem Winkel oder was? Ja, ich kann es nicht machen und der kann es machen. Das ist ein scheiß Spieler, der das spielt. Hey. Der war ja noch schlechter. Da hält ja sogar noch der Dulder. Oh, das ist geil. Er versucht es mit seinen angeschnittenen Schüssen immer wieder. Das war angeschnitten. Das kann doch nicht ein Schuss sein. Das ist so lahmarschig, wie dieser kam und wie angeknackst der kam. Das sind doch keine normalen Schüsse, Alter. Das ist doch schon traurig. Das war normal. Dann ist da schließt du aber zum Kotzen. Dann musst du ja eh mal ganz kurz gedrückt haben. So, ja. Aber gut, so ich. Du weißt, wie es mein. Ey, das funktioniert trotzdem. Ich bin immer ein Spieler, der hier stehen würde. Jawohl, oh, Peter, danke schön, vielen Dank. Danke. Ohne gerade, tschüss, vielen Dank noch. Warte. Warte, noch einmal. Warte, Olson.
Ball. Nee, ich will jetzt kein Tor schießen. Wollte ich sehen. Ich will es jetzt schon. Oder der Helden. Er sagt es nicht. Der hält ihn. Kann eigentlich gar nicht sein. Ach, wir kriegen wieder diese Geschenke hier und dann nutzen wir diese Geschenke ganz nett wieder aus. Wieder so richtig nett. Och, da schickt nicht mal einer. Ich suche mich auch verzweifelt. Oh, nein! Was? Warum kommt der denn ran, Alter? Ich dachte, dass er nicht mal ein Hauch ankommt. Oh, Anschluss auf Tor. Schuss inne. Hey, du wurdest flach gelegt. Flachwitz. Das war alles fair. Auf alles sogar noch ab. Der kleine. Hat es schon wieder. Nee. Hey. Schieß eh keine Tore, wie sie jetzt schon. Weil wir viel zu schlecht sind. Mit dieser polnischen Nationalmannschaft hier. Gegen Polen. Hat er schon wieder vorgeteilt gegen Polen. Wo schießt denn du hin? Drei Anspielstationen. Drei Anspielstationen und dann macht. Was? Und was ist mit Polanski, der TSG Hoffenheim spielt? Der spielt gerade nicht auf dem. Steht gerade nicht auf dem Platz. Ich bin schon im Tor. Hä? Das ist aber Tüton! Eisgeil, das Bein da hingeklatscht. Oder die Arme. Was weiß ich. Eigentlich ist es eine hundertprozentige Chance, dass ich den Ball kriegen muss. Aber irgendwie schaffen die Spieler das immer die beste so zu peilen, dass der andere Spieler gar nicht rankommen darf. Ey, ist nicht euer Ernst. Warum rennt der jetzt damit aus? Haben die doch gelenkt. Sag mal, was machen die für Eierköpfe hier? Ange. Ich versuche noch zu kommen, ja, ich bin da. Nee, jetzt nicht mehr. Was bist du denn? Schaut mal, das dreht sich eiskalt hier. Mein Gott, ja, wenn hier, dann musst du auch rangehen. Nee, dann dreh dich doch nicht immer so plötzlich. Du musst dich nicht drehen. Du gibst einfach nur den Pass per Hacke. Das ist einfacher. Dann kommt der Ball wenigstens noch an. Ich habe ein Spiel verletzt. Kommt doch ran. Dreh dich erstmal wahrscheinlich jetzt 10 Meter dafür. Dankeschön. Einfach so, jetzt geht's mir auch nicht mehr. Der schießt, der kriegt nicht wieder, es gibt nicht mal eine Ecke. Was ist das für ein Torhüter? Der kann erstmal. Weg damit, ich glaube, es hackt. Der kann alles antizipieren, oder was? Kann erstmal alles antizipieren. Gut, du hättest auch eine andere Ecke wählen können diesmal, aber. Oder zumindest in der Mitte mal versuchen, aber trotzdem. Mal ganz ehrlich. Ey, nimm den Ball mit. Du nimmst den Ball nach vorne. Ist schon echt hart, was der Torhüter da leistet. Auch wir haben verschiedene Spieler. So, gut. Das konnte ich nicht rechnen. Oh. Selbst die Schweden kommen nicht an. Ist das schlecht? Ich spring den Torhüter um. Dann gibt's ja keinen Torhüter mehr. Ah, doch, die werden bestimmt noch drei Torhüter auf der Bank haben. Ja, ich bin auch da. So schnelle Pässe habe ich auch noch nie gesehen in meinem Leben. Jesus! Mann, der hat mich umgehauen, ja? Auch die Abwehr ist sogar noch betroffen mit der Verletzung. Ey, nimm doch wieder mal den Ball an! So in der Schiedgraben. Der Verletzte ist am Start. Der Verletzte! Sehr gut. Ach, halt den Ball. Ab. Der Verletzte! Oh, die hat zwei weg. Die war einfach nur hinterher rennen. Ah. Wir laufen was dem Gegner hinterher. Ja, ich bin noch da. Oh, nein. Scheiße, ich bin Ball. Ich hab den Ball. Schlechtes Zeichen, ich hab Ball. Das ist ein ganz schlechtes Zeichen. Mensch, zwei Spieler gehen nicht weg. Ich würde mal sagen, du hast die Passsituation ideal abgemacht. Bitte. Ja, jetzt bist du nicht da, oder was doch? Ist kein Abseits. Hey, das war kein Abseits, ich war auf der Linie. Lass dir loben. So lange wie die Pause. Nee, so verletzt. So lange wie die Pause dann haben. Wenn er nicht gleich viel. Und rot gar nicht.
Wenn wir gleich vier Spiele hintereinander machen hier. Oder drei Spiele hintereinander, haben wir da gesagt. Es ist ein Grinch-Konzert. Ich kann gar nicht. Oh, mach das. Oh, doch nicht. Schade, ja, nicht. Ich bin gleich die Leute, ja. Wir wollen nur einmal durchrennen und das Tor machen, aber machen so viel nicht. So, jetzt ran durch. Alter, wie langsam dieser Spieler ist hier, den ich gerade hab. Aus, vorbei, toll. Der hat den Spieler verletzt und das war fair. Das war fair. Ich fass es nicht. Was ist noch alles fair in diesem Spiel schon wieder? Also, und die Zweikämpfe scheinen auch noch fair zu gehen sein, oder was? Das ist echt schon traurig jetzt. Er klappt da mit die Beine weg. Alter, die ziehen nicht mal ab. Die trauen es nicht aufs Tor zu schießen. Das kostet ja auch ganz viel Geld, um aufs Tor zu schießen. Das ist ein Stehfußball hier. Du rutschst da hinten irgendwo. Sag's mal hallo. Ich kann nicht mehr. Alter, wieso müssen wir denn so lange laufen, Alter? Ey, wir laufen erstmal eine ganze Stunde. Ey, da will ich den Ball doch retten und du, was macht der da schon wieder? Oh, renn doch mal zum Ballspieler. Ey, ich zieh dich da hin und du rennst weg automatisch oder was? Was ist das für eine Ballanalyse hier? Alter, ich krieg die nicht mal weggekloppt. Ja, nimm da meine Beine was mit. Komm rein, verdammt doch scheiße. No. Und verletzt er sich nächst, der nächste Spieler sich. Ist das asiatisch? Was sind das für asiatische Produkte, Alter? Wieso rennt er nicht durch? Wieso verletzt er den Ball? Drei Leute zueinander, ist das geil. Verletzt man noch schon noch Tätern. Wartet erstmal, bis der Keeper drin ist. Wir haben Zeit. Oh, der nächste, der verletzt ist. Trägt er noch. Los geht's, Tüter. Angriff. Ja. Oh, musst du nachfaulen. Ganz ehrlich. Ich war's doch. Doch. Ich bin nur hinterher gerannt. Ja. Ja. Ich habe einen Spieler. Glaub mir, dann ich habe keinen Bock mehr mit Polen. Ich glaube, wir treten hier zurück. Das wird doch nichts mehr hier. Wie wir in Sachen anderen, ja. Ey. Ach. 11 Meter, hier begann er deshalb. Das ist unmöglich. 2 Meter. 2 Meter gerade geil. So, meine lieben Freunde. Gerüchte um Schank war im Transfer. Ah ja, ist auch egal. Jetzt gehen wir auf dieses schöne Symbol. Wo ist es? Noch ein Zuber. Rücktritt der Nationalelf. Ja! Und wir sind Polen los. Party hard. Nie wieder. Das juckt uns nicht? Alter, wir haben Polen erstmal ein paar Spieler verletzt. Und. Ja. Also wir haben die schon mal was, denen ordentlich was vorbeigebracht. Nochmal schnell. Es gibt noch ein paar Geschenke. Fußmann tritt als Polentrainer zurück. Bei Schrecken wird die Leistung ab. Freiburg Vorstand, was das? Der Vorstand möchte davon Kenntnis, dass die Position im Verein im Moment eine kritische Prüfung Grund ist, die abschließende Leistung von der Saison. In der nächsten ja, Viertel. Ist was? Saison. Ach, die Saison ist vorbei. Wahrscheinlich. So wie ja, die Saison ist vorbei. Ah, dann gehen wir rüber. Ja, warte mal, ich will Kalender. Kalender. Yep. Wir haben jetzt 2 Monate Zeit, 3 Monate, 4 Monate, 5 Monate. Nee, das, weil wir keinen Verein da haben, oder was? Die werden neu angezeigt, Spieler. Die werden sehr erst berechnen. Jetzt will ich mal gucken. Also. Nee, meine Freunde, ich bedanke mich bei euch, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst ein Like da, wenn euch die Folge gefallen hat. Und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal sehen. Mal schauen, mit welcher Mannschaft, ob hier irgendwas passiert, ob hier irgendwas eine kleine Veränderung hat. Wir sehen uns ja dann wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen, angenehmen Tag.
Hau rein, Zafler. Einfach nur so. Weiß ich nicht. Und dann bis dann. Tschüssi!